Da sind wir wieder im Atrium der Ishimura und nicht in, auf der Brücke, wie Fritz irrtümlicherweise dachte. Der Fritz macht nämlich auch Fehler. Ja. Das kann überhaupt nicht sein. Da würde ich mich doch dran erinnern. Hab ich vergessen. Nee, aber ich weiß auch noch, dass ich damals überrascht war, als es irgendwann hatte ich es nochmal gespielt, vor mindestens so 8 Jahren oder so, ein bisschen gespielt zumindest, und da war ich auch überrascht, wie schnell man dann quasi in diesem großen Raum wieder war. Also relativ schnell. Ich weiß, dass ich 15 Jahre lang mich immer geärgert habe, dass ich das nie durchgespielt habe und immer dachte, irgendwann spielst du es nochmal durch. Irgendwann. Und dann wurde mir irgendwann immer klarer, so, du spielst kein 10, 12, 13 Jahre altes Spiel mehr durch. Und dann kam die Ankündigung von dem Remake. Und dann war es so, ja. Das sieht übrigens jetzt ein bisschen mit dieser Spiegelung hier unten aus wie ein Level aus Doom Eternal. Das sind auch oft so Spiegelflächen am Boden. Allerdings mit ein bisschen schöneren Spiegelungen, aber okay. Aber so allgemein auch. Hast du Doom Eternal schon mit Raytracing gespielt? Ja, auf der Xbox mit Raytracing. Es ist einfach nur geil. Es ist nur leider zu schwer. Und weil ich ja dann auch immer alles sammeln will, zieht sich's. Und es ist teilweise, sind die Kämpfe echt, echt stressig. Echt stressig. Gib mir mal eine Werkbank, ey. Zur Kabine des Captains. Was muss ich hier hin, ja. Jetzt kommt gleich bestimmt Dialogsequenz, aber merkt dir mal die Frage, welche Spiele, bei denen du weit warst, hast du dich geärgert, dass du die nie beendet hast? Nein, behalte das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren. Sein Gesicht? Bilde ich mir das ein? Das ist Chen. Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ja. Ich sollte... was soll's? Kapsel 47 gestartet. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und Johnston auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für sie. Ja. Na los, die AS-Kanonen. Aber sag mal, denn haben sie den jetzt gerade rausgeschleudert? Ich kann diese Position eine Weile halten. Wir werden keine Asteroiden mehr einschlagen. Bestimmt nicht, dass der jetzt von jemandem gerettet wird und sich dann weiter verbreitet. Ja, das ist doch immer das. Der Virus ist da draußen. Da lag noch ein Audio-Text. Ja, ich dachte nur, Hammond labert jetzt wieder ein bisschen, deswegen wollte ich ihn nicht unterbrechen, aber okay. Exekutiv ermächtigen. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Isaac, was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Tja, Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Deine hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Wie stoisch er dasteht. Und Isaac. Guck dir nicht mal an. Ich habe da oben was gehört. Etwas Großes. Pass auf dich auf. Wahrscheinlich hat er uns beide gehört. Ja. So, Eckarts Freigabe. Exekutivermächtigung. Empfänger CC Geschäftsführer Warren Eckart. Autorisiert von Captain B. Matthews. Dieser RIG oder RIG Code gewährt dem Empfänger Warren Eckart bis zum Widerruf durch Captain B. Matthews den leitenden Zugriff an Bord der USG Ishimura. Aha. Gibt er dem Chef da den Zugriff. Bitte sichern Sie Ihren RIG und gewähren Sie anderen keinen Zugang zu den gesperrten Bereichen. Für alle Mitarbeiter müssen gesonderte Codes eingeholt werden. Kommentare. Wie gewünscht, der Geschäftsführer Altman sei gepriesen. Damit ist Robert Altman gemeint, der Regisseur. Da war noch was?
Aufschub, vorrangige Nachricht an Captain B. Matthews von Dr. T. Kine. Betreff Aufschub. Benjamin, nach unserem letzten Gespräch gebe ich schriftlich zu Protokoll, dass wir den Marker erst in ein oder zwei Tagen vom Planeten heraufholen sollten. Sie wissen, wie gerne ich den Marker untersuchen würde und ich verstehe die Dringlichkeit angesichts der Ereignisse auf der Kolonie, aber genau das ist mein Argument. Was da unten passiert, ist einfach zu ungewöhnlich, um jetzt unüberlegt zu handeln. Wir brauchen Zeit, um die Ursachen und Auswirkungen zu studieren. Nach Rücksprache mit Dr. Mercer, möchte ich mich mit Dr. Sciarello und Dr. Welland auf dem Planeten treffen. Werde ich bald in der Trümmerwolke fliegen. Ihre Beobachtungen über einen bestimmten Patienten könnten von unschätzbarem Wert sein, um zu verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Terence. So, jetzt habe ich... Warnung. Mehrere Sicherheitsprotokolle sind fehlerhaft. Einige Bereiche sind möglicherweise unzugänglich. Ach, das Empfehlung. Ist... Erwerb von RIC-Berechtigungen für die Abteilung und Kompilierung der Master-Sicherheitsüberbrückung an dieser Konsole. Das ist dann eine Nebenmission, oder? Die gab es im Hauptspiel so nicht. Genau, es gibt ein paar neue Nebenmissionen. Mhm. Finde ich aber ganz cool. Ich bereite mich vor. Das ist so geil, dass der Helm dann noch so runterfährt. Also drei Ricks müssen wir finden. Rick E. Martin. Rick Cavanian. Und Rick von Lethal Weapon. Rick Murtaugh. Haben wir. haben wir alles richtig verstanden, würde ich sagen. Fertig. Rick Tamland, natürlich. Wir sind schon drin. Spiele nicht zu Ende gespielt. Wo du halt echt weit warst und dieses so, warum ja. Habe ich denn die letzten 10% nicht mehr gemacht? So. Lustigerweise tatsächlich, du, auch Doom Eternal. Ich auch. Immer noch nicht weitergekommen. Doom 3. Ich auch. Oblivion? Der Delta-Labore oder so haben mir das Genick gebrochen. Oblivion zählt nicht, das kann man nicht durchspielen. Wie hieß denn das in Japan jetzt hier noch, in Tokio? Tsushima. Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo. Mhm. Da war ich schon in dem Abteil, wo es dann quasi aus der Open World wieder ins Gradlinige geht. Eigentlich so das, was wahrscheinlich wieder mit das Coolste ist. Und nicht zugekommen ist, zu Ende zu spielen. Mhm. Furchtbar. Oh. Ach du Scheiße. Oh fuck. Anomalie registriert. Ich weiß gar nicht, wo du hinschießen sollst. Nee, weiß ich echt nicht. Nee, das macht doch alles nichts. Ich weiß nicht, ob man die. Ich glaube, den kann man so nicht kaputt machen. Ah, ich muss da auf diese Dinger schießen, glaube ich. Nee, die muss sie fangen und dann muss sie ihren Gegen schleudern. Meinst du? Glaube ich. Weil der hat doch gerade wieder so einen Gegen. Ja, aber ich muss erstmal hier weg. Schieß ihm in den Rücken. Ich komme nicht in seinen Rücken. Ja, genau. Oh, du kannst ihn natürlich verlangsamen mit der Stase. Dann kannst du ja rumlaufen. Ja, okay. Gib mal nach. Muss ich vielleicht wieder nach oben fahren extra? Dann schauen wir erstmal hier nach. Also hier ist geladen. Der ist geladen. Der hat keinen Zweitfeuermodus, oder? Oder was hat dieser rote Pfeil zu bedeuten? Ich dachte, er hat diese Wand, diese Feuerwand. Ja, aber... Ja. Naja, mal sehen. Jetzt ist hier aber wieder alles gelb. Hier nirgendwo, oder? Habe ich keins gesehen, nein. Mist. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Komm gar nicht so gut in seinen Rücken. Ja, genau. Lass mich doch in Ruhe. Ich hätte gedacht, er wirft irgendwann auch diese Er hat er vorhin auch schon geworfen.
Ja, das war jetzt Schwachsinn. Ich meine, das war eine gute Übung. Man kann ja auch mal was ausprobieren. Öfter mal was wagen. Wagenheber. Wir wollen mehr in den Rücken schießen, Wagen. Ja, genau. Autsch. Ja, ich komme halt nicht in deinen Rücken, wenn du hier mich verfolgst. Und ich kann mich halt auch nicht schnell umdrehen oder straven oder derartiges. Er ist halt schon ein ziemlicher Panzer, der Isaac. Im Spiel können sie irgendwie noch einen Raytracing-Reflexions-Update einbauen. Das finde ich dann noch cool. Schieß ihm in den Rücken. Wie? Vielleicht hast du beim nächsten Mal Glück und er beim Töten schmeißt er die zweite Hälfte von dir hinter sich. Ja, oder so. Oder er kommt rückwärts raus. Wie bei Tenet, den habe ich übrigens jetzt auch mal angeschaut. Mann, ist das ein Scheiß. Unglaublich. Der hat mir auch nicht. Der hat mir also auch nicht so gefallen, eine Scheiße. Ja, fand ich auch nicht gut. Da hat auch nachlesen, was wirklich passiert ist und so diese Tricks. Hier ist diese Szene, das hast du beim Anschauen nicht verstanden. Bringt überhaupt nichts. Das Geile ist, dass die Figuren sich die ganze Zeit erzählen, was passiert. Weiß ich selber. Keine Ahnung, was der Film schon mal erzählt hat. Glauben. Die gehen die ganze Zeit nebeneinander her und dann so, wir befinden uns jetzt gerade in dieser und jener Stadt und wir müssen jetzt mit dem und dem reden. Also ihr seid Agenten, ihr seid mega kompetent, ihr wisst das doch, was ihr hier tut. Ihr müsst das euch die ganze Zeit selber sagen. Ich fand diesen einen Kampf, wo diese zwei komischen Armeen in diesen farbigen Anzügen gegeneinander kämpfen, das sah irgendwie aus wie so eine Wochenend-Paintball-Truppe. Ich komm nicht. Wahrscheinlich musst du wirklich mit dem ihn quasi fangen. Ja, aber dazu muss ich ja erstmal von ihm weg und mich dann richtig umdrehen. Er signalisiert jetzt auch nicht audiomäßig. Ich glaube ehrlich gesagt doch. Ja? Ich glaube, er hat einen Key. Also ich glaube, du hörst, wann er aufhört zu gehen, weil er doch recht stark auftritt durch sein Gewicht. Das wäre jetzt der Fall gewesen. Verfolge ich ihn mal. Der Jäger wird zum Gejagten. Und damit wird er wieder zur Beute. Ich glaube, du musst relativ weit von ihm weg und dann musst du halt einmal einfach mal stehen bleiben, wo es eine recht weite Sichtlinie gibt, damit er das scheiß Ding auf dich wirft, damit du es dann fangen kannst. Er hat es vorhin schon einmal auf mich geworfen. Du musst ihm halt die Chance geben. Das ist genau so eine Art Typ, dem ich eine Chance geben möchte zu irgendwas. Naja, aber das Problem ist halt, wenn du immer um diesen Kasten hier rumläufst, dann kommst du nie mal in die Position, dass er relativ weit von dir weg ist, du aber eine klare Sichtlinie zu ihm hast und er seinen Angriff mal ausführen kann. Genau, das willst du haben. Ja, den wollte ich jetzt gerade auffangen. Aber er ist schon langsamer geworden, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, du darfst nicht immer so irre nah an diesem Turm deine Kurve drehen. Eigentlich würdest du ganz große außenrum Runden drehen. Aber jetzt wirft er ja nicht. Ja, also er rennt eine Weile. So, jetzt dreh ich um. Noch rennt er. Nee? Ja, es war jetzt nicht gut genug gefangen, aber es ist schon der richtige Weg. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Doch. Ja, er hat ja so ein bisschen Aim-Assist am Fangen von so Dingern. Ich glaube, ich muss tatsächlich in seinen Rücken. Ich bin mir sehr sicher, dass das so geht. Oh. Ich
versuche es mal in seinen Rücken zu kommen und dann sehen wir es ja. Lauf! Oh mein Gott. Du musst ihn. Ja, ist ja gut. Sichtlinien geben, damit er seinen Angriff startet. Ich will seinen Angriff nicht. Ach so. Ah, ich fange es nicht. Ja, lauf, Isaac. Es tut echt weh, da du jetzt habe ich ihn schon wieder mehr erwischt. Mhm. Ja, das Ding ist, wenn ich das Ding jetzt nicht fange und ich habe es viermal versucht zu fangen, ja, dann bin ich halt tot, dann fange ich halt wieder von vorne an. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube... Also ich glaube, ich weiß jetzt, warum du das nie zu Ende gespielt hast. Ich komme der Sache auf die Schliche. Vielleicht lässt das Monster ja irgendwann auch einfach aus Langeweile von dir ab. Jetzt hör mal auf. Wie gesagt, wenn der mich jetzt einmal mit der Kugel trifft und ich habe ja, jetzt viermal versucht, sie zu fangen, dann bin ich tot. Dann mache ich das alles nochmal und ich habe ihn jetzt schon... Aber hast du denn noch ein bisschen Munition? Ein bisschen Munition hast du noch, oder? Ja, aber es passiert ja auch nichts, wenn ich diese... Nee, ist ja gut. Also, diese Stellen treffe von ihm. Ah, jetzt. Ah, wunderbar. Also, siehst du? Passt rein. Oh, lässt ja gar nichts fallen. Gehen wir nochmal hin. Tritt mal nochmal in den rein. Weil das wäre jetzt merkwürdig, wenn da gar nichts rauskommt. Ah, doch. Siehst du, da ist ein ganzer Kern. Also. Nicht so wichtig. Ich hätte jetzt gerne mal ein Upgrade. War jetzt eine Sicherheitsstufe 2 Tür, was, ne? Hier Upgrade-System. Ja, gut. Freigabe bestätigt. Was ist hier? Ich hätte gerne einen Upgrade-Knoten. Upgrade-Station langsam. Ah, da ist auch schon eine. Da ist eine. Werkbank, sehr gut. Perfect timing. Ah. So. So. Neue Spezialfähigkeit, wa? Wärmespeicher und Patronenrack. Aha. Gut. Aber was macht das? Aber kommen wir eh nicht hin. Obwohl, doch, zum nee, geht nicht. Ja, bis zum Feuerrate. Speicher schaffen wir es nicht. Ich hätte immer noch gern mehr Schaden. Na, dann mach den Schaden weg. Hm, 3 Knoten. 1, 2 und dann... Ja, ich glaube, also das mache ich beim nächsten Mal und ich mache meinen Anzug noch ein bisschen. Ja, oder du machst hier noch diesen anderen, dieses Patronen-Rack-Ding. Das ist ja das andere Gelbe da hinten. Wird deutlich erhöht. Na gut. Ich hatte immer weiter tot. Nichts mehr für den Anzug. Ich immer weiter tot. Das klingt ja gut. Man sollte einfach auf leicht schalten. Da habe ich früher immer, als wir uns noch Spieler ist der. Ist egal. Es wurde aufgezeichnet, Doktor. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen? Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Oh. Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht, wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security!
Ups. Oh, Scheiße. Atriumaufzüge sind jetzt online. Was wollte ich gerade noch sagen? Keine Ahnung. Ich auch nicht mehr. Gegessen. Ach, ich wollte noch sagen, dass ich bei Tsushima immer dachte, dass ich da nicht nie fertig werde. Mhm. Und jetzt habe ich aber wieder so einen Flow bekommen. Und jetzt bin ich tatsächlich fast durch im Hauptspiel. Der dritte Akt ist wohl ein bisschen kürzer als die anderen beiden. Da gibt es nicht so viel zu tun. Und jetzt habe ich erst irgendwie, weil ich hatte so einen toten Punkt in der Hälfte vom zweiten Akt. Und das ist dann so geil geworden noch. Weil das macht so viel richtig, was so, sag ich mal, Erzählen und Missionen in der Open World angeht. Auch wenn das jetzt auch nicht so abwechslungsreich ist, weil du ja dann doch immer nur Mongolen umbringst. Aber das macht trotzdem so viel cool irgendwie. Auch was Horizon zum Beispiel überhaupt nicht richtig macht. Weil ich mir jetzt total, falls Sucker Punch jetzt einen Zweier macht, oder Nachfolger. Jetzt gibt es noch das Add-on und dann kann gleich das nächste kommen. Hast du das zweite Horizon auch gespielt? Nicht lange, das ging mir sehr schnell auf den Zeiger. Bin ich gar nicht reingekommen. Jetzt weiß ich, was ich sagen würde. Früher, als man sich noch Spiele aus der Videothek ausgeliehen hat für Konsole, obwohl aber auch für PC aus der Videothek auszuleihen, aber da war ja egal, weil man sich einfach dann einen Crack runtergeladen hat und dann hatte man es. Als man noch die Konsolenspiele aus der Videothek ausgeliehen hat, da habe ich total oft, also ich habe massenhaft Spiele auf leicht durchgespielt, einfach damit man es halt am Wochenende schafft, ne? Ja. Wochenendangebot und dann ein Level nach dem nächsten. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst. Und das Coole war ja auch früher, als ja nicht so dieses Umfeld drumherum gab, gab es ja auch nicht so dieses Shaming, was heutzutage so nach dem Motto, wenn du nicht Dark Souls blind durchspielst auf einer Tanzmatte, dann bist du ja sowieso kein echter Gamer. Dieses Ganze, das gab es ja einfach früher nicht. Also. Das war Quatsch. Sag mal, warum glänzt denn jetzt der Anzug so krass? Total, gell? Als wäre was kurz. War, was? Ich glaube, weil ich da. Gerade? Vielleicht, weil ich in diesem Dampf draußen stand, vielleicht war der da so eingeölt dadurch. So, aber. Jetzt habe ich eine Laserkanone. Oh, ho, ho. Jetzt habe ich eine Laserpistole. Was mache ich denn mit der? Schießen. Ja, im Zweifelsfall immer schießen. Das ist eine gute Idee. Wo tun wir die denn hin? Asteroiden, ja, das ist jetzt schwierig. Asteroidenfräse. Halt die Fräse. Ich hab doch gar nichts gesägt. So. Flammenwerfer war ich ganz praktisch. Den nehmen wir. Aber das war auch früher noch so die Zeit der Double-A-Spiele. Also diese 10-12-Stunden-Spiele. Fractured und so. Die hat man dann halt auch relativ schnell so durchgespielt. Oder? Mhm. Ja. Fractured. Ui. Oh. Ui. Boah, geil. Richtiger Laser. Ist aber neu, oder? Gab es das früher schon? Das kommt so neu vor. Ich glaube schon. Ich bin jetzt schon Fan. Und ja. Ich habe immer nur den Plasma-Cutter benutzt, du Idiot. Da warst du dumm. Nee, da wurde ich dumm, so rum. Ach. Der Ballesteros hat nur mit dem Siemer-Eisen sein Handicap unter Null bekommen. Da kannst du auch nur mit dem Plasma-Cut irgendwie die Ishimura retten. Zimmereisen ist aber auch ein gutes Eisen. Kann man immer brauchen. Auch gut einschmelzen. Ja. Und sich daraus eine Laserkanone bauen. Und sich damit Beispiel. Dann das Handicap unter Null erpressen. Erschneiden. Was habe ich jetzt gemacht? War das klug? Klug war es nicht, aber geil. Ui. Ah. Das könnte auch so ein Deus Ex Serverraum sein. So, Teak 5 spielt Beyond Contact. Noch nie gehört. Also, eigentlich, Ubisoft hat mal was gesagt, was beim Splinter Cell Remake los ist. Da hat man auch gar nichts mehr gehört.
Nee, ich glaube aber, die haben gerade andere Sorgen. Zum Beispiel, dass sie die einzigen sind, die die E3 noch retten können. Die E3 kann keiner retten. Nee. Nachverfolgung von Infektionen. Logbuch der Abbauverwaltung von N. Thibaudot, Verwaltungssachbearbeiter. Ich versuche herauszufinden, wie schnell es sich... Ups. Das habe ich da aus Versehen ausgeschaltet. Moment. Genau. Ich versuche herauszufinden, wie schnell es sich ausbreitet. Das Flugdeck war als erstes betroffen, wahrscheinlich wegen des Shuttle-Absturzes. Der größte Teil der Krankenstation ist überrannt und es wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Im Maschinenraum sieht es auch nicht besser aus. Keine Nachricht vom Frachtraum oder der Kommunikation, also erwarten wir nur schlechte Nachrichten. Unsere Hoffnung liegt auf dem Abbaudeck. Dallas sagt, die Infrastruktur dort unten funktioniert noch, aber wenn selbst die Sicherheitsabteilung so schnell ausgeschaltet wurde, wie lange können wir durchhalten? Ist das eigentlich eine... Lautet, gar nicht lang. Genau, ist das eigentlich eine komplette Liste? Also listet der die... Weil da sind jetzt keine Lücken drin. Listen, Party People. Also da ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich habe 16 Textlogs vergessen, die muss ich jetzt alle noch suchen, sondern er zeigt ja die an, die man hat. Ah doch, tatsächlich. In Kapitel 2 habe ich eins noch nicht gefunden. Okay, das geht ja. Müssen wir nur noch Kapitel 2 nochmal laden und komplett von vorne anfangen. Ja, die Tutorials haben wir eh nicht gesehen. Ach, schau an. Komisch, der hat gar nicht angezeigt. Naja. Aus, als würden da so Hände rauskommen. Boah, wie das aussieht, ey. Ja, die Frostbite. Was die noch kann. Man muss sie halt nur bedienen können, ne? Ja. Wieder eine Bank. Brauchen wir gar nicht gerade. Oder, ne, ich habe sogar wieder einen Knoten gefunden, glaube ich. Niemals. Wieso kann ich das hier wegheben, wenn da gar nichts dahinter liegt? So, also mal ein paar Trefferpunkte. Chinese Wurfschaden, Stasezone oder Stasedauer. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, schade, dass Dauer ist, glaube ich, ehrlich gesagt, ziemlich nützlich. Das war jetzt gerade ein sinnloser Satz. Eine Stase-Station wäre mal wieder ganz gut. Gut, ich würde sagen, wir machen hier ein Päuschen und dann erkunden wir den Rest des Raumschiffs beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.